Commander? Admiral? Ich gehe den Lagebericht durch. Wie sieht's aus? Nur 50% von Hammer haben sich gemeldet. Mehr nicht. Bis auf einige Nachzügler ist der intakte Teil von Hammer größtenteils angekommen. Wir sind so bereit, wie es nur geht. Ich sehe nach meinem Team. Es geht bald los. Ich sag den Bataillonsführern Bescheid. Wir sind bereit, wenn sie es sind. Gut zu hören, aber wir können immer noch nicht speichern. Deswegen sind wir jetzt bereit. Wann immer sie bereit sind. Gehen wir, bevor die Reaper merken, was wir vorhaben. Ganz meine Meinung. Bataillonsführer, Meldung ans HQ. Es war schwer, herzukommen. Aber jetzt beginnt der härteste Teil unserer Mission. Wir müssen mitten ins Herz des Reaper-Gebiets vorstoßen, ihre Verteidigung umgehen und es bis zu diesem Strahl schaffen. Was für eine Verteidigung? Es wimmelt dort von Reaper-Truppen. Aber unsere größte Sorge ist der Zerstörer, der den Strahl selbst beschützt. Kann sich darum die Luftunterstützung kümmern? Negativ. Irgendeine Interferenz. Wir müssen ihn vom Boden aus ausschalten. Sie haben einen Streifen durch die Stadt gelegt. Niemandsland. Da müssen wir zuerst durch. Auf der anderen Seite gibt's begrenzt Deckung, aber sicher auch schweren Widerstand. Wir müssen unsere Panzer herbringen. Wenn wir nah genug rankommen, können wir das Ding vielleicht ausschalten. Wie groß ist die Chance? Sie wissen, dass wir kommen. Für viele von uns gibt's keine Rückfahrkarte. Aber Rückzug kommt nicht in Frage. Immer voran, um jeden Preis. Verstanden? Puh, ja. Jawohl, Sir. Johnson, Coates. Sie beide koordinieren die Artillerieeinheiten. Ja. Shepard, ich schicke Sie mitten rein, wo der Widerstand am heftigsten ist. Danke. Unterstützen Sie die Panzer. Aber bleiben Sie am Leben. Ich brauche Sie für den Vorschuss zum Strahl. Sie haben eine Minute. Wählen Sie Ihre Gruppe sorgfältig aus. Ich weiß schon, wen ich nehme. Dieser Krieg hat uns nur Schmerz und Leid gebracht. Aber er hat uns auch verbunden. Als Soldaten, Verbündete, Freunde. Dieses Band zwischen uns ist etwas, das die Reaper niemals begreifen werden. Es ist mächtiger als jede Waffe, stärker als jedes Schiff. Es kann nicht zerstört werden. Sieg oder Tod? Die nächsten Stunden entscheiden über das Schicksal der ganzen Galaxie. Jede Mutter, jeder Sohn, jedes Ungeborene. Alle vertrauen ihnen, damit sie siegen und ihre Zukunft sichern. Eine Zukunft ohne Bedrohung durch die Reaper. Rücksichtslos bringt ja nichts. Furchtlos sein. Fassen Sie Mut. Sehen Sie sich um. Sie kämpfen nicht allein. Wir stellen uns dem Feind gemeinsam und gemeinsam besiegen wir ihn.
wie sich das auswirkt, das ganze Leute sammeln und so, ob dann da weniger Vorstoß ist. So, er hat ja gespeichert, deswegen würde ich sagen, er hat doch gespeichert. Ja, hören wir auf. Erst einmal danke fürs Zugucken. Wir sehen uns, denke heute Abend auf jeden Fall nochmal. Werden wir jetzt erstmal Abendessen. Ja, ich bin Rektalin, ihr habt Replay Games for You. Beziehungsweise Mass Effect Special Edition, der Endkampf, den widmen wir uns.